Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Multimap 2019 mit mir, dem Kellerkind. So, wir sind gerade immer noch auf Feld 15, da wird Roggen geerntet und ja, in dieser Folge würden wir gern oder würde ich gerne das zweite Silo anschließen. Da müssen wir uns hier erstmal befüllen, haben wir gesagt. Gut, neuen Kurs beginnen. Ich glaube, wir fahren bitte vorwärts. Die gleiche Strecke wie für das andere Silo. Oh, da kommt ein Auto. Ah, das macht jetzt nichts. So, dann vier gerade hoch bis zu BGA. Ah, da kommt er von Feld 15. Ein bisschen langsamer machen. So, passt. So, hier wären wir beinahe vorbeigefahren. Bleiben wir mal hier hinter. Wir können jetzt hier rein. So, jetzt müssen wir gleich nur gucken wegen den Abladepunkt. Und gucken, dass wir den richtig setzen. Wo setzt er denn den? Einmal probeweise da. Ja, könnte eigentlich gut sein, oder? Ja, könnte schon ganz gut sein. Lassen wir mal da und fahren hier mal zurück. Drücken wir den nicht ganz so nah auf die Pelle. Leider biegt er nicht ab. Aber wir müssen ja gleich rechts rum. So, einmal rüber hier. Der Hexer läuft weiter, also das ist alles in Betrieb. Der Drescher ist auf Feld 15 mit dem Roggen, das läuft alles weiter. So, dann sagen wir hier mal einmal stoppen.
Steht denn hier alles noch? Häckselgut, ja. Jetzt würde ich den aber erstmal hier stehen lassen. Aber wir können den Kurs nochmal abspeichern. Da ist Silo befüllen 2. Dann springen wir mal hier hin. So, fahren mittig in den Silo rein. So. Machen dann Kurs beginnen. Kursaufzeichnung beginnen. So. Machen ganz gerade zurück. Wir stoppen ihn hier. Jetzt seine Parkposition. Dann drehen wir ihn um. Und halten ihn hier an. Stopp. Abfahr einstellen. Gucken, was er macht. Nee, dreht um. Schauen wir, was er jetzt macht. Das sieht ganz gut aus. Dann können wir mal zurückspringen. Fahren wir den mal ein Stück zurück. Sagen hier Abfahr einstellen. Wie viel Häckselgut haben wir denn wieder hier drin? Ach, über 1 Million wieder. Gut. Er nimmt nichts auf. Das ist nicht gut. Entlassen. Habe ich den zu schlecht eingefahren oder was ist los? Ich fahre den mal hier raus. Einstellen. Häckselgut haben wir gesagt, ja. Haben wir lassen am Startpunkt. Startpunkt haben wir auch. Abfahrer einstellen. So. Kann er denn überhaupt? Ja, er befüllt. Was macht er? Sind wir vielleicht doch zu weit weg?
Also Häckselgut befüllen ist richtig. Am Startpunkt beladen ist auch richtig. Schauen wir mal, ob er richtig ablädt. Ja, gucken wir später. Du ziehst deine Bahn. Ja, du hast ja nichts. Aber das passt von der Breite. So, du musst noch sauber gemacht werden. Repariert hatte ich dich schon. Also Unkraut haben wir momentan nicht mehr auf den Feldern. Alles weg. Kannst du auch erstmal an die Seite. So. So, das Überladen hier klappt gut. Er ist am gleiche Feld schon am Pflügen. Aber hier stimmt irgendwas nicht. Da hat ihn wahrscheinlich irgendeiner von der Straße gestupst. Da kommt schon der nächste. Aber das passt. Ach, da kommt schon der andere. Gut. So, jetzt schauen wir mal. Er fährt auf seine Parkposition. Sieht eigentlich ganz gut aus, der Punkt. Na, das sieht erstmal komisch aus, aber wir haben es ja hier drüben gesehen. Er braucht einfach nur mehr Ware. Wir sollten ihn aber, werden mit Sicherheit gleich noch mal gucken müssen, ihn rausnehmen und einmal tanken schicken. Du wartest noch auf den Rest, gut. Ja, das ist ja das Problem momentan noch. Den Bordstein auch wieder voll mit. Entweder bin ich hier doch ein Stück weit von dem Rohr weg.
Da kommt ganz Stück abfahren lassen. Ja, das bringt da nichts. Dann müssen wir nochmal den Kurs einfahren. So, machen wir mal Plane ab. Kursaufzeichnung beginnen. Na, dann können wir den einen Kurs ja schon löschen. Der war ja dann nix. Komm, füll auf. Dann fahren wir nochmal den Kurs. Einmal hier rum. Ruhig Vollgas. So, einmal hier rum. Jetzt müssen wir wieder den Abladepunkt finden. Und gucken, ob uns der Trecker nicht im Weg steht oder in die Quere kommt und wir hier dran vorbeifahren. Wo ist er denn? Glaube ich, nehme ihn mal kurz raus. Entlassen. Komm, fahr mal nach hinten. So reicht. Ich glaube, das ist die richtige Zeit, den dann auch mal zur Tanke zu schicken. Ladepunkt. Und weiter geht's. Gut, ich lade ihn jetzt nicht ab, weil ich sonst gleich zwei Ladungen da hätte. Weil wir wollen den Fendt ja noch einmal zur Tanke schicken.
So, dann kommen wir auch hier vorne wieder rein. Lassen wir jetzt hier aufhören. Und Fahrer einstellen. So, dann springen wir mal in den Trecker, klappen den mal zusammen, sagen einfach, der soll zur Tankstelle. Ich glaube, wir müssen ihn zur Straße fahren, weil hier ja kein Autodrive-Kurs dran langs führt. Das Schild ist doch hoch, oder? Nö. Nee. Das Schild hoch. Aus kriegen wir es auf jeden Fall. Ja, hoch kriegen wir es auch. So. Da ist gerade unser LKW entgegengekommen. Dann können wir da mal reinspringen. Und schauen mal, ob er es an der richtigen Stelle ablädt. Wenn er das tut, ob er dann auch nochmal wieder voll hinkommt. Hat er ja sonst oder die ganze Zeit ja getan. Das konnte ja jetzt nur an diesen Positionen zum Überladen gelegen haben. So, du dürfst es jetzt einfach durchfahren, weil ist ja keiner hier. Das geht. Hätte ein bisschen eher gekonnt, aber... So, jetzt gucken wir mal. Die stehen sich da fast im Weg. Tankstelle. Ach. Du tankst schon. Oh, das ist aber super. Dann kannst du doch auch gleich... Hörst du auf zu tanken, wenn ich dich rausnehme? Nee. Dann kannst du ja gleich wieder zur BGA zurück. Ist eigentlich egal, wohin. Hab schon mal die Richtung BGA. So... fast 1000 Euro Kraftstoff. Nee. Ach, jetzt will er wieder. Nein, du sollst zur BGA. Sollst du jetzt über den Hof fahren, genau. Warst du gerade schwimmen? So, jetzt schauen wir mal. Er überladet nicht in den Anhänger. Warum nicht? Fallen lassen. Warum machst du das auf einmal nicht mehr?
Sehr gut, ist richtig. Jetzt plant er nicht. Er bleibt nicht stehen, als hätte ich einen falschen Kurs entlassen. Aber ich muss doch abgeladen am Startpunkt sagen. Jetzt bleibt er da stehen. Das ist ja auch nicht beladen am Startpunkt. Aber er bleibt nicht stehen. Ja, liebe Freunde, vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Wo liegt der Fehler? Er hat die ganze Zeit ja funktioniert, aber jetzt bleibt er am Punkt nicht stehen. So, wir bringen dich erstmal wieder zu deiner Position. Du hast nämlich ein bisschen was zu schieben. Abfahrer einstellen. So, da hast du schon ein bisschen mehr. So, liebe Freunde, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein. Ich werde mal schauen, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben. Warum belädt er nicht am Startpunkt sein Häckselgut, wie er es ja ganze Zeit gemacht hat? Ich habe ja nur den Kurs gewechselt. Da kommt er jetzt. Das macht er noch, er bleibt stehen. Warum befüllt er sich nicht? Warum bleibt er am Startpunkt eigentlich nicht stehen? Das würde ja schon reichen. So, bis dann, euer Kellerkind. Ciao, ciao.